So, hallo und herzlich zurück zu E-Trainacht. Ja, weiter geht's. Wo haben wir letztes Mal aufgehört? Wir wollten da ein paar mehr Waren raufliefern, damit da einfach ein bisschen mehr weitergeht bei unserer neuen kommenden Großstadt. Und die wollte ich ja von hier holen und dafür irgendeinen Zug verwenden, von dem ich jetzt nicht mehr genau weiß, welchen. Und ich habe natürlich auch nicht geschaut, was ich gesagt habe. Aber da werden wir schon noch drauf kommen. So, ich glaube, Steuern waren ja gerade fällig, wenn ich mich richtig erinnere. Sicher lustig für die Leute, die die Let's Plays am Stück schauen. Für mich ist immer fast eine Woche dazwischen oder manchmal sogar 2 Wochen, je nachdem, wie viel ich aufnehme. Also nicht wundern, wenn ich da manchmal ein bisschen rumrätsel, wo ich war. Ja, das ist mir alles schön gezahlt. Und gelegentlich sollten wir dann mal auch schauen, ob es irgendwas zum Optimieren gibt. Aber ich sage jetzt mal hier, Gewinne Bahnunternehmen, schaut eigentlich ganz gut aus, weil was ich hier so sehe, ist immer abwechselnd mal ein Tag mit ja, einer guten, na, 1 Million, 1,2 Millionen, da steigt es gerade wieder. Genau, und dann ab und zu einen Tag mit über 2. Also das ist mal nicht schlecht, würde ich sagen. Und bei den Tochterunternehmen, da müssen wir ein bisschen schauen. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie es ausschaut. Okay, also hier wird mal noch rüber geliefert. Das passt. Hier wird, mal schauen. Der liefert daher. Das ist auch okay. Da fährt, glaube ich, gerade der Schnelle her. Den lasse ich mal noch ein bisschen fahren, bis hier voll ist. Dann werde ich ihn anhalten. Der kostet schon zu viel. Der liefert hier rein. Das ist eigentlich auch gut, weil er nicht zuletzt dank dem Großkonzern, den wir gebaut haben, hier gut verbraucht alles. Und hier, ja, die Puffer sind alle voll. Der kommt auch wieder voll rein, sehe ich gerade. Heißt vermutlich, hier ist auch nichts mehr frei. Da werde ich aber, denke ich, auf jeden Fall noch eine Lagerhalle hinbauen, um noch ein bisschen mehr Lagern hier Waren hier anzuhäufern. Ah, so, jetzt aber, um hier noch ein bisschen mehr Waren anzuhäufen, Waren zu lagern. Ja, weiß nicht, was ich sagen wollte, glaube ich, alles auf einmal. Okay. Da kommt auch wieder einer voll zurück. Ja, genau. Heißt also, hier ist voll. Und jetzt ist eben die Frage, sollen wir vielleicht doch den Schnellen hier uns ausleihen für diesen Zweck? Ja, weil den braucht es hier im Moment nicht, weil sich's eh gut geleert hat. Und hier ist übervoll. Das heißt, ich werde mir jetzt den 34er dann ausleihen, um hier von einem Gleis, das hoffentlich frei ist, per dritten Gleis, das wir jetzt verlegen werden. Na. Sag mal, schaffe ich es, irgendwie schaffe ich es jetzt gerade nicht, ein Gleis zu verlegen. Ah, jetzt. Ah, ein Hubschrauber. Auch witzig. Mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, das sind so nette kleine Details. Das ist immer ganz lustig, aber ja. So, ein bisschen unangenehm, dass ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, wer, weil eigentlich wollte ich ja wieder mal einen Zuschauer grüßen. Da mache ich ja jetzt immer einmal pro Folge, wollte ich einen Zuschauer grüßen. Aber ich glaube, ich bekomme das vielleicht nebenbei ein bisschen hin. Weil Atrin spiele ich ja im Fenstermodus, da geht das, nebenbei ein bisschen zu schauen, dass ich dann. Also irgendwie ist, ja, wieder mal. Ja, halt was mit dem Bauen los. Okay. Darf ja jeden Tag bei der Aufnahme irgendwas Neues los sein. So. Oder so, schaffen wir es vielleicht sogar das gleiche Gleis zu verwenden. Der hier. Mal schauen, der 36er fährt der jetzt nach Fahrplan oder einfach nur so oft wie es geht. Der fährt nach Fahrplan. Okay, das ist mal nicht schlecht. Dann werde ich hier mal eine Weiche reinbauen. Ja, wie gesagt, ich suche mir den Namen dann noch raus, aber jemand hat gesagt, Atrin ist ein tolles Spiel, aber ein bisschen unbelebt. Und das stimmt. Da muss ich absolut recht geben. Also, was mir bei Atrin absolut fehlt, ist sowas wie Leute auf den Bahnsteigen oder in der Stadt oder Autos. Das fehlt komplett. Das wird beim Neuner sicher ein bisschen netter, denke ich mal. Da gibt es ja dann immerhin Busse, wenn ich das richtig gesehen habe.
Schnell. So. Okay. Also mal schauen, ob sich da ein bisschen was tut. So, den leih ich mir jetzt einfach, den schnellen, und da darf jetzt hier mal fahren. Stopp, 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 stopp. Schon mal ganz falsch. Fährt da einfach los. Erst mal schauen, wann er überhaupt fahren kann. Wann kommt denn der eine da immer an? Der fährt da um, ja, abends um 20 Uhr, oder wie sehe ich das? Na, der fährt um 20 Uhr. Um 18 Uhr fährt der Weg. Okay, dann fährt der. Ja, keine Ahnung. Im Moment ist eigentlich fast noch. Ja, ist egal. Wir müssen uns ja nach dem da drüben auch richten. Ich lasse ihn jetzt einfach mal fahren. Um 22 Uhr. Und schau, wie üblich, was passiert. In dem Fall noch geradeaus. Oder er fährt schon in die Richtung raus, oder? Na, wir werden sehen. Auf jeden Fall mal verladen. Ja, und da fährt er los. Jetzt mal schauen, wie sich das ausgeht. Weil da ist ja relativ flott am Weg, aber würde es nicht auf einmal hin und zurück schaffen. Es ist wirklich die Frage, ist das nicht ein bisschen zu teuer, hier die paar Waren da runter zu liefern mit so einem schnellen Güterzug? Ja, ich glaube, das ist eher unideal, weil er fährt dem da auch gleich rein. Also entweder früher abfahren, das geht nicht, weil er das Gleis belegt. Gerade ein bisschen schwierige Entscheidung, weil auf der einen Seite will ich die Fabriken hier nicht aufgeben. Aber da das Raufliefern ist einfach fast ein bisschen zu teuer. Das ist ein bisschen zu teuer. Eher darauf warten, dass wir hier herüben noch was ausbauen. Und dann, ja, darüber liefern entsprechend, um das hier wieder ein bisschen leerer zu bekommen. Und den 34er lasse ich mal für den Moment ganz weg. Und ja, werde das so machen, dass wir hier einfach eine zweite Fabrik bauen und mehr anliefern, oder? Mal schauen. Fährt der jetzt hier täglich? Na, welches ist jetzt der 36, der fährt ja nur werktags. Ich riskiere hier mal eine zweite Fabrik. Machen wir es so. Auch wieder eine mittelgroße. Und gehe mal auf täglich. Wird zwar jetzt einmal leer fahren, aber mal schauen, wie sich das ausgeht. So. Okay. Vielleicht nicht zu schnell, nicht, dass wieder irgendwelche Staus entstehen. So, jetzt häuft sich hier ein bisschen was an, so ganz langsam. Und das sollte dann nach meinem Plan das sein, was fürs Wochenende übrig bleibt. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Ja, aber die verbrauchen hier wirklich gut, weil hier zwei Schnellzüge, die herfahren. Ja, ich glaube, die Stadt wird noch wachsen. Apropos wachsen, auf was ich gar nicht geschaut habe, ist Stadtdaten. Wie schaut es denn aus? 20.000, ja. Nicht schlecht. Hier eine nette Kurve. 20.000 ist schon was. Also habe jetzt keine bestimmten Let's Play-Ziele, sage ich mal, aber so 100.000 ist, denke ich, schon das Minimum. Eine Million natürlich super. Keine Ahnung, ob das Platz hat überhaupt. Ja. Ah, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Ich glaube, es ist fast ein bisschen zu viel sogar, oder? Jetzt mal schauen, jetzt ist Freitag. Ist das letzte Mal, wo produziert wird. Ja, es ist knapp zu viel. Oder? Ja. Es ist wirklich ein bisschen zu viel. Oder? Ah nein, es geht sich sogar perfekt aus. Sogar ein bisschen zu wenig so gesehen. Passt, ja, dann können wir das so lassen. Und hier wird es hoffentlich gut verbraucht. Ja, auf jeden Fall kein Thema. Könnten wir ein bisschen mitschnabulieren vielleicht. Ach, passt schon.
Okay, der liefert jetzt gerade wieder. Moment. Jetzt selber schauen, was hier passiert. Ah, der. Was macht denn der jetzt da? Fährt einfach irgendwie ein bisschen hin und her und befüllt hier den Puffer, aber da gibt es langsam nicht mehr viel zu befüllen. Ja, das wird schon passen. Den Puffer werden wir schon auch noch entleeren, vor allem jetzt ist Sommer, da wird hoffentlich wieder ein bisschen mehr gebaut. Hier fühlt sich's auch wieder. Ja. Ja, es ist schon wieder gut voll überall, sage ich mal. Da sowieso. Da werden wir aber ein bisschen nachhelfen müssen, denke ich. Die Frage ist ja nur, wie. Oh, ich will jetzt an den Kartenrand. Das hier ist noch so ein Problemfall. Da bin ich echt noch ein bisschen am Zweifeln. Schaut's denn da aus? Ah. Wieder komplett falsch. So, Freizeitanlage. Okay, die Skipiste. Ja. Nicht schlecht. 20% schon. Also. Gut. Golfplatz ist, ja. Auch nur mehr 600.000 im Minus. Also die Skipiste ist schon insgesamt jetzt im Plus. Und ich denke mal, der Themenpark hier, der wird auch bald die Kurve kratzen. Wir können ja ein bisschen noch nachhelfen und auch mal wieder was bauen. Wie zum Beispiel. Nein. Ja, hier eine passende Wohnung. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und weil ich gerade so in Baulaune bin, was könnten wir noch machen? Außer unsere ganzen Spa-Hotels verkaufen. Oh, dann steht wieder was Großes. Super, immer gut. Apropos was Großes. Ja, bauen wir doch mal wieder so ein Hochhaus. Bauen wir doch wieder mal ein Hochhaus und diesmal ein sehr hohes vielleicht. 48, ist teuer. Das ist teuer. Doch nur ein hohes. Also die hohen sind ja auch ganz schön hoch. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Die sehr hohen sind nur noch höher, ja. Hohes Gebäude, hoch 430. Muss ja nicht, muss es nicht gleich übertreiben. Wo hätte es denn noch gut Platz da irgendwie? Das noch. Da lass da im Weg, da muss zu viel weg von der Konkurrenz. Sollte möglichst Bahnhofsnähe auch sein. Ja, das ist natürlich ein guter Spot hier. Ja, da könnten wir es dazu schummeln, sage ich mal. Ich baue hier dazu. Okay. Wieder 120 Millionen dahin. So. Ja, hier schaut es echt gut aus. Ich glaube, hier wächst es gut. Ja. Da. Keine Ahnung, wie man das noch am besten vorantreibt, könnte man natürlich probieren, hier noch mit zusätzlichen Zügen herzufahren. Mal schauen, wie schaut es denn hier aus? Also in der Früh hier sind zwei Gleise frei. Dann um 17 Uhr, jetzt habe ich nicht geschaut, aber das ist ein bisschen eng. Und da ist wieder in der Früh ist ein Gleis frei, 17 Uhr voll. Ja, ein Gleis in der Früh wäre noch frei. Vielleicht daher fahren noch. Ja, da fährt schon einer her. Ich wäre gern darüber noch gefahren, ehrlich gesagt. Das würde mich schon reizen, da einen viergleisigen Bahnhof draus zu machen. Und dann, also, sollen wir den Umbau wagen? Es wäre natürlich jetzt eine Sache, hier den Umbau zu wagen auf viergleisig. Schreit ein bisschen nach Speichern, es tut mir leid. Die Frage ist, gibt es irgendwann eine Gelegenheit, wo der Bahnhof überhaupt frei ist? Mal schauen. Ja, es gibt Gelegenheiten. So, okay, da muss einmal das weg. Der kleine Park, tut mir leid. Und ja, ist die Frage, ob überhaupt genug Geld da ist für einen viergleisigen.